EA Sports. It's in the game. Letztes Mal bei The Journey. Los, Alex! Spute dich, Alex, na mach schon. Oh, was war das denn? Jetzt fall doch nicht hin, Alex! Eine Blamage! Wenn du es mit der Profikarriere ernst meinst, muss Fußball dein Leben sein. 4 Jahre auf der Akademie und heute geht es um alles. Jedes Team in der Liga reißt sich um deine Unterschrift nach der Leistung, die du gezeigt hast. Lass dir das alles nicht zu Kopf steigen. Oh, einen Moment, Dad. Warte. Mach's gut. Und 2 für 1 funktioniert nicht. Sicherlich mache ich den Anfang. Klar, Mann. Wenn wir verlieren wollen. Ein neues Team. Wie fühlt sich das an? It's a special day for me. Noch ein Stürmer. Aber wir finden, es ist an der Zeit, dich auszuleihen. Sieh an, Williams. Dich habe ich nicht gesehen seit meinem Abschied aus der Premier League. Hi, Dino. Draußen hat sich dieser Möchtegern-Kicker auf dem Flur rumgetrieben. Alex Hunter, willkommen. Manchmal muss man eben lernen, alles loszulassen. Na bitte, Superstar Gareth Walker. Ihr zwei habt euch also in der Championship angefreundet, hä? Mit 17 schon was erreicht, was die meisten Spieler niemals schaffen. Cup-Finale ist nächste Woche da. Ich bin bereit, komm schon. Pass auf, das nächste Mal sehen wir uns auf dem Platz. Dad, was machst du denn hier? Wollte nur mal nach dir sehen. Siehst gut aus, stark. Mom hat meine neue Nummer. Wollte ich meinen letzten Urlaubstag nicht verbringen. Mann, wenn du nach Rio gehst, musst du dir auch mal die Realität ansehen. Das ist das wahre Leben. Auf solchen Straßen hat Pelé spielen gelernt. Ronaldinho, Roberto Carlos, Neymar. Und bitteschön. Es ist überall dasselbe. Andere Straße, selbe Traum. Dich kann echt nichts umhauen, oder? Roberto Carlos, Legende. Vielleicht spiele ich mal eines Tages für Real. Oh, ja, klar, aber Freistöße wie er hast du nicht im Repertoire. Alex Hunter, Alex Hunter, vem jogar com a gente. Premier League, Premier League. Was sagt er? Auf dieser Welt kennt dich echt jeder, aber mich, Danny Williams. Ich bin ein Mega-Championship-Superstar. Renan, fala pra eles jogarem com a gente. Ok. Hey, die wollen, dass ihr spielt. Na, tá no meu Team. Ist in meinem Team. Ja, dann erteilt euch The Williams jetzt mal eine kleine Lektion. Vamos a passar. Vielen Dank, Mann. Gutes Spiel. Danke, gutes Spiel. Schönes sehr Spiel. Gut gespielt. Vielen Dank. Sehr gut. Danke. 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 Macht's gut. Sehr danke. Gut. Gut gespielt. Ja, macht's bis gut. Dann. Danke. Ciao. Überragend, Mann. Oh, dieser Renan hat echt was drauf. Ja, aber würde er das auch im kalten Regen schaffen? Komm, wir müssen zurück ins Hotel. Denk an den Flug morgen früh. Oh ja, bloß nicht am ersten Vorbereitungstag zu spät kommen, hm? Die Saison muss grandios werden. Oh ja, richtig. Dieses Jahr lernen die Leute den echten Williams kennen. Keine Gnade mehr, Mann! Keine Gnade mehr.
Ja, Mann. Okay, hört mal zu. Ihr hattet jetzt alle euren Urlaub, aber ab heute wird trainiert. Unsere Tour in den USA steht bevor. Wir kämpfen gegen Top-Vereine und um den International Club Cup. Ich erwarte von euch nicht weniger als absolute Spitzenleistung. Der Boss hat mir gesagt, dass es keine Stammplatzgarantien geben wird. Dies ist eine neue Saison und wer aufgestellt werden will, muss hier auf dem Platz jedes Mal alles geben, was er hat, und zwar ab sofort. Wenn wir dieses Jahr nicht nur in den Europacup wollen, sondern eine echte Titelchance anstreben, dann ist die Grundlage dafür eine Top-Fitness, und zwar zu Saisonbeginn. Alles klar? Hunter, komm mal her. Wie ich hörte, hast du im Sommer in Rio in der Sonne gelegen. Beeinträchtigt das jetzt deine Form? Zu viele Besucher am Buffet? Ich muss dich nicht daran erinnern, wie man spielt, oder? Ich fühle mich gut. Kann losgehen. So will ich das hören, Hunter. Auf einmal fühlt sich Martin Nix sehr weit weg an, Mann. Dein positives Denken hat mir gefehlt, Lili. Man weiß erst, was man hat, wenn es weg ist, nicht wahr? Also, wo gehen wir denn heute essen? Da kann ich leider nicht mitkommen. Ah ja, Philipp. Medientag für die neuen Premier League-Stars. Sieh? Sieh? Oh, sieh mal, es ist Alexander. Bitte, Mr. Hunter, bitte. Krieg ich ein Autogramm? Hey, lass den Quatsch, ja? Lass dich nicht verrückt machen, Alex. Beim Team geht es nicht um dich, sondern um uns. Es geht um mich. Alles klar? Mach dir keine Sorgen. Ist wie ein Interview nach dem Spiel, nur im Sitzen und ohne Schwitzen. Wie auch immer, sitzen wirst du jedenfalls. Hey, Michael. Hey. Stimmt es, dass der Club Alex einen neuen Vertrag angeboten hat? Das hat oberste Priorität, Jim. Wenn's optimal läuft, habe ich sogar eine Überraschung. Oh, gut, gut. Hauptsache, Alex macht sich keine Sorgen. Er muss sich auf die neue Saison konzentrieren. Es geht nicht nur um die neue Saison, Jim. Bei diesem Deal muss wirklich alles stimmen. Weißt du, ich wünschte, Harold hätte jemanden wie dich gehabt, ehrlich. Was wird schon, Junge? Sei einfach du selbst. Das sagt sich so leicht. Das ist Rio Ferdinand. Und du bist Alex Hunter. Alex. Hey. Thanks for coming out, man. Nett, dich kennenzulernen. No problem. Ach, das hört sich jetzt wie ein Fanboy an, aber ich habe als Kind all deine Spiele verfolgt. Du, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, hätte nie gedacht, dass ich mal hier sitzen würde. You trying to make me feel old? Sorry. Let's get you set up, man. Come on. Ich bin Alex Hunter und das ist Once to Watch. We go back 12 months ago without a professional contract. Then you have to go through an exit trial and find a club. Now you're an FA Cup winner. What made it happen, Alex? Es ist der Wahnsinn. Mein Traum ist wahr geworden. Ich kann es nicht glauben.
dass ich hier bin. Weißt du, ich liebe es, Fußball zu spielen. Ach, was anderes kann ich gar nicht. Aber nicht weiter sagen. Okay. It kind of helps when you got the game in your blood. I mean, Jim Hunter, obviously a club legend. What a player. But Harold Hunter, your father, decent player too, eh? I heard that he came in after the FA Cup final. Is that true? Die erste Begegnung, seit er vor 8 Jahren in die Staaten ging. Have you seen much of him since? Ganz ehrlich, er spielt in meinem Leben keine Rolle. Meine Mom, mein Großvater, das ist meine Familie. Ehrlich gesagt möchte ich nicht über Harold reden. But another big part of you coming up was your old boyhood mate Gareth. Gareth Walker. A great rival there between the two of you now. Tell me if this is a load of rubbish, but I heard things got a little bit scrappy between you two towards the end. Is that right? Ja, wir haben schon was zusammen erlebt. Wir haben als Kinder auf der Straße Fußball gespielt. Dann sind wir zusammen ins Jugendteam, gemeinsam zu einem Profiklub. Aber es ist schwer. Alles ändert sich. Gerade zu Hause raus, ich war 17. Auf einmal ist dein ganzes Leben anders. Du musst schnell rausfinden, wer dein Freund ist und wer nicht. Ich denke, da geht jeder auf seine eigene Weise mit um. Okay. Gas und ich haben nach dem FA Cup-Finale geredet. Wir sind beide erwachsener geworden. Die Rivalität besteht natürlich immer noch. Schon als Kinder ging es nur darum, wer der Bessere war. Listen, so who would usually win then? Das Wichtigste war immer das Team, das kam zuerst. Und dann erst unsere Rivalität. Es wäre heute genauso. Wären wir im selben Team. So, Alex Hunter, thanks for coming, man, and talking to us today. Good luck on the new season. Danke. Cut. So that's it, man. We're done. Well, good job, mate. Wer denkt sich denn die Fragen aus? Ziemlich heftig. Listen, we're just getting to the real stuff. That's what you want. But you did good, man. It was nice. All right? Well, good luck in the new season, man. Hey, Mann. Du auch? Ja. Uns trauen sie wohl viel zu, hä? Huh? Mr. Hunter, Mrs. Hunter? Lang nicht gesehen. Du hast mich schon lange nicht mehr Mrs. Hunter genannt. Ja. Jetzt mache ich's wieder. Ist ziemlich viel passiert. Ja, stimmt. Wir werden draußen warten, Alex. Absolute Weltklasse, Alex. Wie erwartet. Gareth, wusste nicht, dass du auch da bist. Woher auch? Seit dem Transferdesaster bist du nicht mehr mein Agent. Ja, nun, das ist ein schnelllebiges Geschäft, kennst du ja. Tja, ich muss los. Gute Arbeit heute. Danke. Ist der echt immer noch dein Agent? Klar, warum denn nicht? Für mich ist er der Beste. Das sehen nicht viele so. Was soll das heißen, bitte? Ach, Mann, hör dich einfach mal richtig um. Taylor ist eine Witzfigur. Dass mein Transfer schief ging, lag größtenteils an ihm. Oi, Gaz, you ready to go, mate? Dann geh ich mal. Schön, dich zu sehen, Mann. Alles klar? Good to see you, man. Ja, danke. Great job last season. Oh, vielen Dank. Hallo, alles klar? Was meinst du, Boss? Ein Titel wäre doch nicht schlecht auf dieser Tour, oder? Lass den Quatsch, Junge. Das musst du dir verdienen, Hunter. Thank you.
Wir müssen nur Real Madrid im Halbfinale schlagen und dann Galaxy oder Bayern München im Endspiel. Kinderleicht, oder? Trinkwasser? Willst du uns irgendwas sagen, mon ami? Lily glaubt wohl alles, was er in der Presse liest. Ihr meint auch, die Mondlandung wurde in einem Filmstudio gedreht. Wach endlich auf. Wenn ich mal eines Tages gehe, werdet ihr es von mir erfahren, nicht von der Presse. Gibt's schon einen Termin? Center, right? You look good last season, kid. Danke. Have a good match. Ja, ich dir auch. Ah, Trikottausch am Ende? I will see what I can do. Da gehört, zelebriert er seine Auftritte ja auch sehr gerne. Ich finde, er kann sich erlauben. Coutinho. Hunter! So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor. Das wird interessant hier. Schade, da war er noch dran, konnte aber das Tor nicht verhindern. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Jetzt gibt es die Ecke für Real. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Das war's, das ist der Schlusspfiff. Real steht also im Finale. Ja, und wir blicken auf Alex Hunter. Der ist natürlich enttäuscht, hätte hier gerne gewonnen. Ein sehr ehrgeiziger Spieler. Das war am Ende doch zu wenig heute. Real hat sich diesen Sieg durchaus verdient. Im Halbfinale rauszufliegen ist nie schön, Buschi. So kurz vor dem großen Ziel. Ja klar sind sie jetzt erstmal enttäuscht, aber mit etwas Abstand dürfte man auch das Halbfinale als Erfolg werten. Gut gespielt. Hey, you really starting to make a name for yourself. Maybe you should come play for Real. Vielleicht wärst du einer für uns. Oh, Hunter, you are dreaming? Hey, Alex, how about a picture with Ronaldo, Alex? Yeah, there you go, thank you. Oh, looks fantastic, guys. Thank you very much. Einige von euch wissen das vielleicht nicht, aber Galaxy gehört zu den Top-Teams in der MLS. Die kämpfen, die sind diszipliniert und die bestrafen jeden Fehler. Okay, vergesst das Spiel gegen Real, kein Problem. Aber heute geht's um die Ehre. Ich habe absolut keine Lust, einfach so sang- und klanglos aus diesem Turnier rauszufliegen. Geht jetzt raus da! Und zeigt mir, wie man Fußball spielt. Let's go, let's go. Ready to learn about MLS, big shot? Das ist ein Freundschaftsspiel, oder nicht? There's no such thing as a friendly in my book. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Hunter. Und jetzt die Chance. Und die Situation geklärt. Ball im Aus. Klasse Einsatz. Wird Einwurf geben. Das könnte gefährlich werden. Hunter. Die Führung also jetzt. Und das haben sie sich wirklich verdient. Sehe ich auch so. Sind hier klar die bessere Mannschaft und das Tor ist eine logische Folge. Der Treffer aus ganz kurzer Entfernung, Buschi. Ja, da hat er sich gut bewegt und geahnt, wo der Ball hinkommt. Das Tor selbst ist dann Kindergeburtstag. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Rogers. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Jetzt könnte es gefährlich werden.
Adam Lallana jetzt. Hunter! Geht er rein! Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Schluss, das war's also für heute in dieser Partie. Platz 3 also in diesem Turnier, in diesem International Club Cup. Nicht der ganz große Wurf, aber doch ein Erfolg, oder Buschi? Absolut, Wolf. War ein richtig starkes Turnier und ich glaube, Sie können aus diesen Begegnungen auch lernen. Der Trainer wird mit Sicherheit die richtigen Schlüsse aus diesen Partien ziehen. Ich glaube, alles in allem überwiegen hier die positiven Eindrücke, trotz der Niederlage im Halbfinale. Es könnte eine richtig gute Saison werden. Ich dachte, du wolltest mich anrufen. Dad. Was? Bist du ein Fan oder was? Du hast mehr von mir, als du denkst. Kann schon sein. Ich kenne dich nicht genug. Ja, das stimmt. Du warst gut heute. Sah klasse aus. Ja, Saisonvorbereitung. Du entwickelst dich zu einem Starspieler, Alex. Hör mal, ich... Hey, ich muss los. Wir fliegen heute nach Chicago und ich mache noch Sightseeing. Was? Via Taxi? So ein Quatsch. Na komm. Komm schon. Ah, sieh dir das an. Tolle Aussicht, hä? Huh? Okay, MLS All-Stars in Chicago. Nicht leicht. Viele Topstars in der Liga. Hä? Woher willst du das wissen? Na ja, weißt du, man kriegt was mit. Als Scout. Ich arbeite für Galaxy. Ich muss Geld verdienen. Fußball ist für mich alles. Dachte, du warst in England nach dem FA Cup-Finale. Ja, hab ich da nach neuen Spielern umgesehen. Aber ewig konnte ich da nicht bleiben, oder? Wer ist es? Ach, weißt du, nichts Wichtiges. Nur ein Mädchen. Ja, Mann. Weißt du, Junge, der Schein trügt manchmal. Gewöhn dich da dran. Hast du uns ihretwegen verlassen? Ach, alles okay bei dir? Ja, klar. Kann ich dich gleich zurückrufen? Ich bin in deiner. Wir zahlen gerade. Okay, eine neue Saison. Ein paar neue Gesichter. Gibt viel zu tun. In dieser Saison müssen wir noch härter kämpfen. Härter arbeiten. Jeder Punkt entscheidet in dieser Liga. Also, geht aufs Feld. Und zeigt mir und dem Coach, wie bereit ihr seid. Kommt schon! Nee, viel wichtiger waren die Pässe vorher. Und dann ist er ganz frei. Und das macht er dann eben. Wird das seine Torchance? Alex Hunter. Das Tor durch Hunter. Der zeigt direkt mal, was er in dieser Saison vorhat. Eine gute Aktion. Da kann er das Tor nicht verhindern, obwohl er noch dran war am Ball. Zwei Minuten werden nachgespielt. Sissoko. Dembélé. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Mohamed Salah. Guter Saisonstart also für Liverpool. Jetzt steht der Sieg fest. Alles super gelaufen, oder? Absolut. Und es ist schon erstaunlich, wie gut die drauf sind, wie gut sie schon harmonieren. Das verspricht einiges für die neue Spielzeit. Bist du immer noch dran? Meine Deadline ist morgen. Wenn du erst mal gegessen hast, geht alles viel schneller, glaub mir. Michael. Oh,
Ich habe Neuigkeiten für dich. Jim, Catherine? Michael, es gibt Frühstück. Nimm dir einen Kaffee. Na, da sag ich nicht nein. Was ist denn los? Es sieht so aus, als ob bei der Tour einige auf dich aufmerksam geworden sind, Alex. Was mich nicht überrascht, so wie du deine Spiele dominierst. Wer? Also, ich hatte ein paar sehr interessante Gespräche mit Vertretern europäischer Topclubs. Bayern, PSG, Atletico. Oh, und ich hatte gerade ein nettes Telefonat mit jemandem von, Trommelwirbel bitte. Los Blancos. Du spinnst. Real Madrid? Real Madrid. Du hast in den USA wohl etwas auf dich aufmerksam gemacht. Ist zwar alles noch im Anfangsstadium, aber Real will ich noch vor der Transfer-Deadline verpflichten. Das ist riesig. Besser geht's nicht, Alex. Megastars, Megaspiele, Megaverträge. Im Ernst jetzt? Also, du weißt doch, wer meine Jugendidole waren, Michael. Raul, Roberto Carlos und Zidane. Komm schon! Lauter Gent ist fast alles in trockenen Tüchern. Ist eine Ehre, klar. Aber du bist gerade mal 18, Alex. Das ist ein Traumtransfer, klar. Aber der Druck wäre enorm. Du kennst doch in Madrid überhaupt niemanden. Und die Startelf, die wirst du erst mal vergessen können, Alex. Du bekommst in deiner Karriere noch viele Chancen. Im Moment ist das zu riskant. Und deine Fans? Vergessen das sicher nicht. Nicht so eine Nummer. Das weiß ich doch. Aber das ist vielleicht meine einzige Chance. Denk immer an Dad. Hey! Sag sowas bitte nie wieder. Du bist nicht Harold. Natürlich ist das überwältigend. Aber wir müssen schnell handeln, sonst laufen wir Gefahr, dass sie ihre Meinung ändern. Also gut. Wenn Michael zustimmt und es genau das ist, was du willst, dann... Was sagt dein Herz dazu? Also, davon habe ich schon als kleines Kind geträumt, Mom. Wie könnte ich da Nein sagen? Okay, wir werden ein paar Tage für die Details brauchen, aber bis dahin solltest du in den ersten Saisonspielen noch eine Schippe drauflegen. Alles klar? Dann steigt die Ablöse vielleicht noch weiter. Real Madrid! Okay, nehmen wir an, Real Madrid macht vor der Transfer-Deadline am 31. August ein Angebot. Alex, bist du sicher, dass du das willst? Wenn du hier bleibst, werden wir dich weiter trainieren und in ein paar Jahren... Aber in der Premier League ist momentan niemand begehrter als Alex. Sollte es dir um deinen Vertrag gehen, Michael und ich haben vereinbart... Es geht nicht nur um das Geld. Warten wir ab, wie es sich entwickelt. Aber solltest du wirklich wechseln wollen, Alex, musst du eine Transferanfrage einreichen. Ich verstehe. Ist das die nächste Lüge? Und? Was? Wirst du mich vermissen, Toro? Ich hätte gedacht, dass ich es zuerst erfahre, Alex. Ich lag wohl falsch. Okay, Startelf in den Tunnel. Ersatzspieler auf die Bank. Kommt schon. Im Netz gibt's nur ein Thema. Die Fans wissen es. Hey, Glückwunsch, mon ami. Komm jetzt. Morgen, mein Junge. Gut geschlafen? Danke. Danke, dass ihr gestern noch vorbeigekommen seid. Ich brauchte einfach jemanden. Schon okay. Wir sind immer für dich da. Ja? Hast du es schon gesehen?
Was gesehen? Rekorde machen interessante Fotos die Runde, auf denen Alex Hunter in einem Real Madrid-Trikot zu sehen ist. Das untermauert natürlich... Oh, das stimmt doch gar nicht. Mach dir keine Sorgen, sowas ist normal. Bei einem Transfer muss man mit sowas rechnen. Normal? Sieht aus, als würde alles außer Kontrolle geraten. Immer noch kein Angebot? Die großen Clubs warten bis zum letzten Moment. Ich treffe mich heute mit dem Agenten. Morgen früh ist alles durch. Hab einfach ein bisschen Geduld, ja? Ja, hoffentlich denkst du daran, was das Beste für Alex ist. Komm schon, Opa. Nicht schon wieder, ja? Wann hat Michael uns jemals enttäuscht? Schnapp dir ein Leibchen, Junge. Ich sitze auf der Bank? Der Trainer meint, der ganze Transferkram lenkt dich einfach zu sehr ab. Und ich sehe das eigentlich auch so. Mich lenkt überhaupt nichts ab. Echt nicht. Weißt du, ich würde dich ja gerne halten. Alexander auf der Bank, sehr ungewohntes Bild. Naja, der ist mit seinen Gedanken woanders, nicht bei Liverpool. Das ist für mich nachvollziehbar. Vielleicht die Chance. Was für ein Blitzstart. Liverpool liegt hinten. Und die Fans alles andere als zufrieden. Oh, der Ballverlust. Oh, gefährlich. Tor Nummer 2. Unglaubliche Lücken da hinten in der Abwehr. Ja, die laden sie ja ein. Die Pfiffe werden lauter. Bringt Liverpool jetzt vielleicht? Doch, Alexander. Sie versuchen es erneut. Liverpools Defensive heute fast nicht vorhanden. Das ist natürlich bitter. Okay, Hunter, es geht los. Jetzt kannst du sie überzeugen. Noch ist das mein Club. Die wollen einfach nicht, dass du gehst, Junge. So, die Fans haben ihre eigene Meinung zu Hunter. Und die sagen und zeigen sie ihm auch deutlich, da ist im Moment wenig Sympathie vorhanden. Das könnte die Chance werden. Mané, die Chance, geblockt auf der Linie und da klingelt im Kasten. Ein unglaubliches Comeback, 3 Tore aufgeholt. Die Partie ist wieder völlig offen. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Da hätten sie ihm helfen müssen. Erst hält er noch klasse, aber dann, was soll er machen, wenn die Verteidiger pennen? An so einem Spiel haben wir ganz viel Freude. Coutinho. Klasse Zuspiel, er schießt. Sie gehen in Führung. So kurz vor Schluss. Das Ding müssen sie gewinnen. Mit der Führung im Rücken tickt die Uhr jetzt für sie runter. Und jetzt nochmal volle Konzentration. Nur noch ein Tor Unterschied. Kein Spiel für die Torhüter heute. Defensiv stehen beide Teams nicht gut. Und in der Folge sehen wir hier viele Tore. Jetzt schießt er. Souverän gemacht vom Torwart. Der Schlusspfiff in dieser Partie. Hunter bleibt hier also ohne Tor. Nicht die erhoffte, trotz Reaktion.
Über den Sieg wird er sich natürlich freuen. Aber er wollte treffen, wollte Tore machen, wollte die Fans überzeugen. Und das ist ihm nicht gelungen. Was für ein irres Comeback heute. Sie haben tatsächlich noch den Sieg geholt, Buschi. Eine unglaubliche Moral, vielleicht auch mit ein bisschen Glück. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dabei sein zu dürfen. Alex, sensationelles Spiel. Der Trainer setzt sie in letzter Sekunde auf die Bank. Ihr Team liegt 3 Tore zurück und erhält einen Platzverweis. Sie werden bei ihrer Auswechslung ausgebuht. Und dann beginnen sie diese unglaubliche Aufholjagd. Wie fühlt sich das an? Ich bin froh, dass ich nach diesem Durchhänger noch etwas erreichen konnte. Und zwar klar, wenn wir noch mal rankommen, ist hier noch was zu holen. Die Fans waren riesig und wir haben es noch geschafft. War das ihr letztes Spiel für diesen Club? Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Mein Fokus gilt dem Spiel. Ich will die 3 Punkte, solange ich hier spiele. So wie immer halt. Danke fürs Gespräch. Danke. In 15 Stunden endet die Transferperiode. Und es ist immer noch nicht klar, ob Alex Hunters Sensationswechsel zu Real Madrid auch tatsächlich... Okay, ich komm ja. Der wahrhaftige Superagent Michael Taylor. Wo muss ich unterschreiben? Du musst sofort mitkommen. Warum? Was? Warte! Los! Komm schon, Fahrmensch! Alles dicht für uns. Okay, Mike. Du machst mir langsam Angst. Was ist bitte los? Wir wurden verarscht. Der Agent, mit dem ich Kontakt hatte, ist ein richtiger Gauner. Beweg dich! Nein. Du meinst, Real will mich nicht haben? Der Typ ist einer dieser Pseudoberater, ein absoluter Fake. Einer von den Typen, die Scheinverträge zwischen Spielern und Clubs schließen. Real hatte zu keinem Zeitpunkt Kenntnis. Michael! Mach schon! Wo fahren wir überhaupt hin, Mann? Wir müssen deine Karriere retten. Bitte versteht, dass diese Geschichte dem Club enorm schadet. Wir mussten davon ausgehen, dass das Angebot echt ist. Das verstehe ich, aber dennoch hat Alex um einen Wechsel gebeten. Mein Herz schlägt immer noch, unverändert, für diesen Club. Schön für dich. Der Manager sieht das leider anders. Es tut mir sehr leid, aber seiner Meinung nach gehörst du nicht mehr zur ersten Mannschaft, Alex. Ab jetzt trainierst du mit dem Jugendteam. Was für ein Blödsinn, er hat den Club zum Erfolg geführt. Dennoch, die Entscheidung steht. Okay, keine Sorge, Alex. Wir haben noch andere Angebote und 12 Stunden, um uns zu entscheiden. Allerdings nur, solange der neue Verein nicht in der Premier League oder im Europacup spielt, sind wir für Gespräche offen. Ein Wechsel zu einem Rivalen ist ausgeschlossen. Sie wollen etwa ein Vermögen ausschlagen? Der Markt spielt gerade verrückt und wir werden uns nur auf Deals einlassen, die nur einem nützen, nämlich uns. Ja, tut mir leid, dass es so kurzfristig ist. Ich rufe zurück, ja? Gut, okay. Wir haben bis Mitternacht. Wir finden schon was. Ich hab's versucht. Das war alles deine Idee. Du hast mir die ganze Zeit gesagt, das wird klappen. Er hat so authentisch geklungen. Deinetwegen ist meine Karriere jetzt zu Ende. Und die Nationalmannschaft kann ich jetzt auch vergessen. Ich hab einen Fehler gemacht. Weißt du, ich meine... Weißt du, vielleicht wollte ich es einfach zu sehr... Bitte was? Sei mal ehrlich, Alex. Wie viele Superstars vertrete ich gerade, hm? Früher hat ständig das Telefon geklingelt. Die Stars wollten alle bei mir unter Vertrag stehen. Aber jetzt nimmt
keiner das Telefon hat. Ich krieg einfach nichts mehr. Als das mit Gareth schief ging, war alles fast verloren und ich musste was tun. Ich muss zurück. Du meinst das ernst, ja? Ich habe alles für dich getan. Und du hast meine Karriere riskiert, nur um wieder wichtig zu sein. Das stimmt nicht, Alex. Was stimmt dann, hä? Glaub mir bitte. Ich wollte für dich das Beste. Tut mir leid. Das war's. Komm schon, Alex. Lass uns darüber reden. Ich finde eine Lösung. Raus. Was auch immer passieren wird, es war mir eine Ehre, dein Agent zu sein. Dad, das ist kein guter Zeitpunkt. Suchst du noch einen neuen Fußballclub? Ja, und einen neuen Agent. Ich habe Michael gefeuert. Tja, das war abzusehen. Ja, jetzt ist es eh zu spät. Zu spät ist es nie, Alex. Dad, ich stecke gerade in der Klemme. Ich rufe dich morgen wieder zurück, okay? Morgen ist leider etwas zu spät. Gib mir nur 5 Minuten. Ich habe hier jemanden für dich. Wie geht es dir, Alex? Javier González. Und Sardes hier kennst du sicher noch. Du suchst also nach einem neuen Verein. Und wie der Zufall so will, haben wir momentan großes Verletzungspech. Also suchen wir einen neuen Stürmer, um noch in die MLS-Playoffs zu kommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das klingt nach einer perfekten Gelegenheit. Bei Interesse einigen wir uns, ist das bien? Aber ich brauche jetzt eine Antwort. Alex, das kann dir helfen. Du kannst ein MLS-Star werden. Ich weiß nicht, Dad. Das geht mir alles irgendwie viel zu schnell, weißt du? Es ist die Chance für einen Neubeginn, Alex. Und Alex, wie entscheidest du dich? Willst du mit den Kids trainieren? Oder willst du der Welt bei den LA Galaxy zeigen, was du so drauf hast? Soccer is my favorite sport to watch, man. And I'm all for Galaxy. You know, LA I represent. For them to go out and get a young player like Alex Hunter, it sends a message to MLS. We ain't done this season. I mean, the kid is elite. Straight up world-class talent. For me to see now a young player coming from Europe, usually you get the opposite. A young, talented American going to Europe. I'm just happy it's my offseason, and I get the joy and watch him go out there and do his thing. You have guys in the league that are very important for this league. Jovinko, Dos Santos, Zardes. But now you have Alex Hunter coming in. Ja? Du bist Alex Hunter. Ich gebe nachher Autogramme.
Komm später wieder. Ist schon okay. Mehr wollte ich gar nicht. Ich werde mal nachsehen, wo Alex bleibt. Oha. Was machst denn du hier? Mich nerven, Dad. Komm schon, verschwinde jetzt. Du bist ja nervöser als ich. Ja, alles gut. Komm jetzt. Showtime. Alex Hunter? Thierry. How is it going? Thierry Henry. Hör auf, wow. Was machst du denn hier? I'm here working. Needed to check this out. Listen, the studio is hosting a party tonight. You should come. Meet some people in town, help you settle in. Ja, das wäre wirklich super. Dankeschön. Yeah. MLS. Enjoy my time with the Red Bulls. Different game, though. Yeah? Have fun. Danke. Wir sehen uns nachher. Das war ziemlich beeindruckend. Hey, Alex. Ich wollte dir nur sagen, also, ich bin Danke. Stolz auf dich. Dass du eingesprungen bist. Begrüßen wir nun den neuesten Spieler der LA Galaxy, Alex Hunter. Los geht's. Zeig ihnen, wie es geht. Alex. Hey. Glad you came. Danke für die Einladung. You alright? Need anything? Nein, Mann, alles okay. Die Aussicht ist unglaublich. It's Hollywood. It's how they do it out here. Come on, got some friends I want you to meet. Wahnsinn. Hey, man. Welcome to LA. Fehlende Konstanz. Das ist unsere größte Schwäche. Das müssen wir dringend ändern. Heute geht's nur um dieses Spiel. Um dieses Ergebnis. Ein Team und ein Sieg gemeinsam. Wenn ihr heute gewinnt, dann sind die Playoffs in Reichweite. Alex, da du noch nicht mittrainiert hast, bleibst du heute leider auf der Bank. Aber sei bereit. Vielleicht kommst du ja rein. Well, 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 look who it is. I heard you were out late last night. So, war das nicht? You're a good player, but if you keep this up, we've got a problem. Hm.
Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir begrüßen Sie aus Los Angeles. Wo alle nur über ein Thema reden, über den Wechsel von Alex Hunter. Heute zum ersten Mal im neuen Trikot. Da ist Platz. Oh, drüber. Was für eine Chance. Oh, gefährlich. Oh, Latte. Zur Halbzeit hier alles ausgeglichen. LA muss aufpassen. Super geklärt. Schöner Pass. Was für eine Parade. Den dürfen die eigentlich nicht vergeben. Guter Pass, da der Platz. Das muss mindestens gelb geben. Da geht er viel zu hart hin. Oh, 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 könnte sich verletzt haben. Kommt jetzt Alex Hunter. Alex? Es ist soweit. I saw your little showcase, but can you do it when it counts? Hunter bekommt seine Chance. Noch hat er 35 Minuten, um sich zu zeigen. Sehr ausgeglichene Partie bis hierhin, aber sie wollen natürlich mehr. Und dann schauen wir mal, wie Hunter ins Spiel kommt. Vielleicht geht mit ihm ja... Guter Versuch. Kein Tor. Klasse gemacht. Das war knapp. Und Hunter. Zades. Jetzt wird's gefährlich. Und die Möglichkeit. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt vielleicht. Schöne Flanke jetzt. Ein fantastischer Treffer. Jetzt passt auch der Spielstand. Sie sind hier überlegen und konnten ein weiteres Tor erzielen. Und damit machen sie hier kurz vor Schluss noch ein Tor. Scheint so, als bekämen sie heute nicht genug. Die Fans wird's freuen. Schlusspfiff in dieser Partie, das war's. Ein schöner Sieg für die LA Galaxy. Und der Mann, Alex Hunter, tja, der Neue ist heute torlos geblieben. Aber man muss ihm natürlich auch ein bisschen Zeit geben. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Der kann hier viel bewegen. Und der Sieg heute hilft ja schon mal. Und das war's. Sie gewinnen diese Partie und dürften zufrieden sein. Auf jeden Fall, Wolf. Ordentliche Leistung, verdienter Sieg. Weiter geht's. Alex Hunter steht jetzt bei mir. Neuzugang der LA Galaxy. Alex, schöner Sieg beim Debüt in der MLS. Wie fühlen Sie sich nach diesem ersten Spiel für die Galaxy? Ich freue mich wirklich über mein Debüt und natürlich den verdienten Sieg. Für Galaxy zu spielen ist eine Ehre. Ich möchte mich beim Trainer bedanken. Er hat immer an mich geglaubt. Als MLS-Fan freue ich mich natürlich auch, dass Sie bei uns sind. Höre ich gern. Danke sehr. Mann, wenn dir das gefällt, sieh dir das an. Oh, wow!
Ich sag's dir, Mann, die Hütte ist echt krass. Hier gibt's 4 Bäder. Und die kommen mit vergoldeten Klobrillen, oder was? Klar doch. Sag mal, wie läuft's denn so bei dir in der Premier League? Alles so, wie du es dir erhofft hast? Ach, weißt du, aller Anfang ist immer schwer. Ich muss auf deiner alten Position spielen. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Glaub ich dir gerne. Das hier ist auch eine komplett andere Welt. Ach, hat dein Dad dir schon den Hollywood-Schriftzug gezeigt? Und hast du schon ein bisschen Botox im Gesicht? Keine Zeit, Mann. Nein, aber mal unter uns, Mann. Ich hatte ja keine Ahnung, wie viel man in der MLS reisen muss. Das Land ist echt riesig. Ja, klar. An den Reisen Komm liegt's. Schon, Mann. Das war doch nur eine Ausnahme. Ich habe alles im Fernsehen gesehen. Oh. Hey, Mann, ich ruf dich gleich zurück, okay? Wieso? Thierry Henry? Oh, im Ernst jetzt? Okay, okay, bin schon weg, Ich ruf dich weg. Zurück, okay? Yo. Alex. Ja, wie geht's, Mann? How is it going? Ja, gut. Ich chill gerade. Alex, Spieler des Tages. Riesenleistung heute von Ihnen. Ihr Kommentar zum Spiel? Gutes Spiel basiert auf gutem Coaching. Wenn das Team dem Trainer vertraut, klappt es auch. Ist für Sie also der Trainer der Spieler des Tages? Auf jeden Fall. Danke, Alex. Ja, kein Problem. Also, Hunter, deine Leistungen haben mich wirklich überzeugt. Ich muss gestehen, ich hatte meine Zweifel. Du bist noch jung, in einem neuen Land, der Erwartungsdruck. Hier sind schon viele Routiniers gescheitert. Ihnen fehlt einfach der Erfolgshunger für die MLS. Aber du bist da anders. Du gibst diesem Verein die Hoffnung, die Playoffs zu erreichen. Ich habe L.A. viel zu verdanken. Du hast mir immer vertraut. Und ich werde dich nicht enttäuschen. Du hast Integrität. Das haben nur wenige junge Spieler. Wäre ich mal als Spieler so gewesen. Was meinst du damit? Du warst mit Mexiko bei der WM? Als ich 34 war. Mein erstes großes Turnier. Wusstest du das? Als Teenager in meinen 20ern habe ich viele Fehler gemacht. Junge Talente bekommen hier zu früh zu viel. Ihre Träume platzen und am Karriereende bleibt nichts Positives, sondern nur das Bedauern. Wer Fußballprofi wird, der muss immer wachsam sein, denn eines Tages ohne Warnung ist plötzlich alles vorbei, Alex. Und? Wir haben den Deal? Die wollten dich unter allen Umständen dabei haben, Junge. Du hast eine Rolle im nächsten Fernsehspot zusammen mit deinem Kumpel. Dreharbeiten beginnen nächste Woche. Wow. Der Job als Agent gefällt mir richtig gut. Super, Dad. Ich kann's nicht fassen. Freut mich für dich, wirklich. Man will immer, dass es die Kinder einmal besser haben. Also, ich würde gern mit dir über etwas Wichtiges reden. Wow, nicht schon wieder. Nicht hinsehen. Aber ist das nicht das Mädchen aus der Kabine? Kim, was willst du hier? Weiß er Bescheid? Kim? Gab wohl nie die richtige Gelegenheit. Ich wollte dich schon lange treffen. Ich konnte es nicht glauben, als Dad sagte, dass du herziehst. Dad? Was? Du hast es ihm nicht gesagt? Alex. Warte, das ist meine Schwester. Alex, ich wollte warten, bis du dich eingelebt hast. Du musst dich auf den Fußball konzentrieren. Soll das ein dummer Witz sein, Mann? Genau das frage ich mich auch. Du hast es ihm ernsthaft noch nicht gesagt? Ich, ja. Das ist alles zu viel. Ich fasse es nicht. Alex. Ich brauche einen Moment.
Alles klar, Mann? Alex Hunter, friend of the stars. Sure you want to be seen walking around with me? I'm man enough to admit it when I'm wrong. Thought you were a joke when you started hanging with A-listers. But you've been playing out of your mind, man. Vielen Dank dafür. Just keep up the good work. Don't be getting too dazzled by those Hollywood lights, all right? Alex, Sie waren heute wirklich beeindruckend und haben dazu noch eine Führungsrolle übernommen. Ich muss mich beim Trainer bedanken. Seine Taktik war perfekt. Ich habe nur getan, was er wollte. Na trotzdem. Es war klasse, wie Sie das Spiel dominiert haben und verdient in die Playoffs eingezogen sind. Wir denken von einem Spiel zum nächsten, aber wir sind bereit. Nochmal Glückwunsch und viel Erfolg in den Playoffs. Vielen Dank. Die Limo war klasse. Nur schade, dass du mich nicht selber abgeholt hast. Krieg ich keine Umarmung? Na komm. Wie war der Flug? Lang. Ist ja unglaublich. Wirklich unglaublich. Dir geht's gut hier in L.A., Alex. Schade, dass Opa nicht mitkommen konnte. Was ist los? Du hättest mir Kim nicht verschweigen dürfen, Mom. Ihr seid euch begegnet? Ich bin ihr begegnet. Du musst verstehen, wie hart es für mich war, als dein Dad mich verließ. Ich meine, er wollte lieber Kim als uns. Was hätte ich denn tun sollen? Sie ist meine Schwester. Deine Halbschwester. Ich wollte dich beschützen, Alex. Oh. Danke. Ich hatte doch nur dich. Lass uns was unternehmen. Wir könnten in ein Restaurant gehen. Was Gutes. Klingt gut. I know this is your party tomorrow. Same kind of thing. Should be a good time. Come by if you have any other plans. Nein, Mann, klingt gut. Ich hab nichts vor. Swing by after 6 tomorrow. Party should have started by then. Cheers, mate. Okay, Mann, danke. Ich dachte schon, ich hätte die falsche Adresse. Ziemlich schickes Haus. Wie bist du hierher gekommen? Wo ist dein Dad? Du meinst unser Dad. Der weiß nicht, dass ich hier bin. Bleibt unter uns. Die wollte ich dir geben, falls du morgen Abend noch nichts vorhast. Ist schon cool, fürs Nationalteam zu spielen. Ist nur ein Testspiel, aber wenn ich gut spiele, bekomme ich vielleicht mal was Großes. Du spielst Fußball? Ja, liegt im Blut. Hey, finde ich nett, aber ich habe keine Zeit. Oh. Okay.
Dachte, du würdest gerne mitkommen. Sag Bescheid. Wäre doch echt cool, mal von Alex Hunter-Tipps zu bekommen. War eine dumme Idee, hierher zu kommen. Oh, eine Sache noch. Real Madrid hatte ich gar nicht verdient. Alex, hoppe hey. Hey. Hey, Mann, du kennst dich echt mit Partys aus. The studio is taking care of all of this. They deserve the credit. You're right. Yeah. Are you sure? Meine Familie ist total verrückt. Mächtig. Man. Same old song. Ja. Ich. Hab gerade erfahren, dass ich eine Halbschwester habe. Und das ist. Crazy. Like, actually. Ja. Sie ist okay. Tough, zielstrebig. Spielt Fußball. Nice. That doesn't sound so bad. Nein, Mann, ist auch nicht übel. Ist es nicht. Sie spielt heute Abend. Frauennationalmannschaft. USA-Deutschland, das Testspiel. Sie ist 16. 16. On the senior team. She's the real deal. What are you doing here? Was? Ich habe zwei Karten. Kommst du mit? USA v. Germany? Marozan, Bob, Press, Morgan, Anta, I'm in. Ja? Yeah? Und das hier? I put in my time. Once in a generation, you get to see a superstar break out. Ali, before she scores. Kim Hunter kommt also jetzt, 16 Jahre alt, die Schwester von Alex Hunter. Sehr interessante Spielerin. Gilt als Riesentalent. Schauen wir mal, vielleicht kann die ja hier noch was machen. Sauerbrunn. O'Hara. Pass auf die Außenbahn. Ryan. Gut verteidigt hier. Gut aufgepasst und verteidigt. Alex Morgan jetzt. Jetzt kann sie an den Ball kommen. Debritz. Super dazwischen gegangen. Schöne Aktion. Das ist Kim Hunter. Jetzt die Chance. Das Tor durch Kim Hunter. Und jetzt bin ich gespannt. Was geht hier noch?
Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. 2 Minuten Nachspielzeit. Klasse Pass. Gute Chance. Kim Hunter mit dem Ball. Jetzt vielleicht. Kim Hunter mit dem Tor. Unglaublich, die macht ein Riesenspiel und vielleicht geht ja sogar noch mehr. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Peter. Klasse Aktion, Ball ist weg. Nun Henning. Jetzt Marojan. Brian. Kim Hunter. Sie schalten nochmal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Der Pass. Sehr. So, Schlusspfiff. Das war's in dieser Partie. Kim Hunter war heute richtig gut drauf, aber den Sieg, tja, den hätte sie sich auch gerne gehabt. Ich finde aber persönlich kann sie trotz dieser Niederlage zufrieden sein. Das war von ihr ein tolles Spiel. Tja, ausgerechnet gegen die Rivalen setzt es hier also die Niederlage. Und das ist natürlich für die Fans ganz besonders schlimm. Das verdaust du nur schwer. Bis morgen. Gut gespielt. Hattest nur Pech heute. Glück muss man sich erarbeiten. Was? Du erinnerst mich an jemanden. Hast du Hunger? Und wie? Okay, komm. Ich lade dich ein. Es steht 2-2. Letzte Minute. Wir können mit einem Elfer gewinnen. Und ich verschieße niemals einen Elfer. Aber dieser hier, der geht über die Latte und landet auf der Tribüne. Ich könnte schwören, der Ball ist vom Punkt weggerollt. Ah, ja, das kann schon mal vorkommen. Lass dich davon nicht beirren. Niemals. Die Doppelbelastung ist hart. Training und Schule und das alles. Es lohnt sich, wenn ich dafür ein Stipendium bekomme. In dieses Diner gehe ich schon lange mit Dad. Die haben gute Burger. Ich war irgendwie komisch, als du neulich hier aufgetaucht bist. Hast du Dads Gesichtsausdruck gesehen? Kim, was willst du hier? Oder? Man kann die Vergangenheit nur so lange verbergen. Du tust ihm wirklich Unrecht. Er hat uns einfach zurückgelassen. Dann frag ihn doch mal, warum. Du kennst ihn doch. Er ist nicht gerade gesprächig. Es ist nicht immer so, wie es aussieht. Oh, du klingst genau wie er. Es stimmt aber trotzdem. Ohne Dad wäre ich heute bestimmt nicht hier. Ich habe ihm alles zu verdanken. Jetzt übertreib mal nicht. Bei deinem Talent. Ich habe nicht vom Fußball gesprochen. Weißt du? Okay. Alex. Okay, also. Dein letztes Spiel in der Premier League. Die Buhrufe. Wie hat sich das angefühlt? Was hast du gemacht, als du vom Platz gekommen bist? Oh Mann, das war schlimm. Ja. Das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Ich... Gemacht habe ich eigentlich nicht viel. Ich wollte nur noch weg, weißt du? Ja, genau das. Genau das. Dieses Gefühl. Erinner dich an dieses Gefühl. Okay, nutz es. Nimm es mit. Durch die ganze Szene. Und wenn er dir eine Coca-Cola anbietet, dann wirst du sie trinken. Echt nett? Ja, großzügig. Großzügig. Du trinkst die Coca-Cola. Spüre, wie sie erfrischt. Wie sie dich motiviert. Und du gibst ihm was Besonderes, dass er diesen Moment nie vergisst. Das ist alles. Cool. Du schaffst das. Ja, ja, ja. Bereit? Yep. Sehr gut. Fertig machen zur Probe.
Ruhe bitte. Und Action. Hey Alex. Alex Hunter? Ja. Vergiss die. Die haben keine Ahnung. Du bist der Größte. Hey, willst du mal eine Coke? Schon okay, du kannst sie haben. Ja, ja, okay. Wow, das wird mir keiner glauben. Hast du ein Handy? Ja. Komm her. Cut. Ja! Genial, das war großartig. Ja? Okay. Mann, ich war ein bisschen nervös. Habe ich zu stark geschwitzt? Nein, das war unglaublich, das war... Cool, Mann. Hast du alles drauf? Heute geht's um alles. Bei einem Sieg stehen wir im Konferenz-Halbfinale. Oder verliert und alles war umsonst. Heute müsst ihr alles aus euch rausholen, Leute. Gebt eure Herzen und Seelen für den Sieg. Dann könnt ihr alles erreichen. Auch das, was euch keiner zutraut. Wie der Mexikaner, dem keiner eine WM-Teilnahme zutraute. Sí se puede. Herzlich willkommen zu dieser Partie, liebe Zuschauer. Die Galaxy also in den Playoffs. Vor kurzem eigentlich noch undenkbar. Ja, aber dann kam Alex Hunter. Also ich kann nur sagen, er ist für den Aufschwung verantwortlich. In der Form muss die Saison noch lange nicht vorbei sein. In Nordamerika gibt es viele tolle Stadien, aber bei den meisten ist es natürlich unübersehbar, dass sie eigentlich für andere Sportarten gebaut wurden. Nicht so das StubHub Center in L.A. Nee, Wolf, das ist schon was Besonderes. Das wurde für den Fußball gebaut, für den Fußball konzipiert. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Die Chance! Weiter gefährlich! Hier ist der Ball. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Spielt den Ball direkt zurück. Super Pass. Und jetzt die Chance. Die Galaxy mit Tor Nummer 1. Ja, das könnte noch Gold wert sein. Riesenjubel, die haben eine Menge vor. Und Alex Hunter hier mit dem tollen Abschluss. Wieder mal vielversprechend, was der Junge hier zeigt. Er bringt alles, aber auch alles mit, um ein Star zu werden. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Toller Pass. Achtung jetzt. Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. L.A. mit dem Wechsel. Wird das eine Torchance? Und jetzt ein Schuss. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Vielleicht fällt nach der Ecke hier doch noch einer rein. Der Torhüter ist mit vorne drin. Der will auch noch mithelfen. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Eckball gibt's. Jetzt, und jetzt die Chance. Geht er hier heute ohne Gegentor aus dem Spiel raus? Sieht ganz danach aus momentan und beim Blick auf die... Schlusspfiff in dieser Partie. Das war's. Die Galaxy steht im Halbfinale der Western Conference. Und das muss noch lange nicht das Ende sein, Wolf. Die sind gut drauf. Ich glaube, man kann sogar schon Richtung Finale gucken. Halte ich in dieser Form für möglich. Hör mal zu, Jungs. Wir sind in den Playoffs. Hin- und Rückspiel. Und heute sind wir in der Fremde, Gentlemen. Seid diszipliniert. Agiert als Team. Gebt ihren Fans nichts zum Jubeln. Erzwingt Fehler. Dann bekommt ihr euer Auswärtstor. Harte Arbeit und Selbstvertrauen haben uns hierher gebracht. Doch heute zählen
Auch Konzentration und Intensität genauso viel. Nur eine einzige Unaufmerksamkeit und alles ist vorbei. Si se puede. Alex, Spieler des Tages. Riesenleistung heute von Ihnen. Ihr Kommentar zum Spiel? Naja, ich habe 10 tolle Mitspieler. Da ist der Spieler des Tages nicht wirklich verdient. Ausschlaggebend war also vor allem das Team? Absolut. Egal wie gut man ist, ein Spieler ist nur so gut wie sein Team, denn Fußball ist ein Teamsport. Im Ernst, beim Spieler des Tages geht es um die beste Mannschaft und nicht um einen Spieler. Vielen Dank für das Gespräch, Alex. Klar. Wir sind die Besten im Westen. 2 Spiele, dann wissen wir, wer im Finale steht. Einige von euch meinen vielleicht, das hier wäre auch schon viel wert. Ein netter Erfolg. Schließlich sah es vor ein paar Monaten so aus, als würden wir die Playoffs verpassen. Aber so dürft ihr heute nicht denken. Wer so denkt, verrät heute das gesamte Team. Lässt die Grundwerte der Galaxy im Stich. Wir müssen immer, als Einzelne und als Team, alles geben. Ja. Hört auf die Fans da draußen. Sie wollen euer Bestes sehen. Und unsere Pflicht ist es, ihnen das zu geben. Spielt mit Intensität, mit Stolz. Kämpft füreinander. Und bringt diesen Club dahin, wo er hingehört. Si se puede. Alex, warte. Du kapierst es nicht, oder? Ich verstehe dich. Aber ich wollte dich einfach sehen, Junge. Du musst mir zuhören. 10 Minuten mehr will ich nicht. Wenn du mich danach zum Teufel wünschst, dann habe ich Verständnis dafür. Ich erfuhr, dass sie im Sterben lag. Du warst im Cupfinale. Da warst du 10? Da lag mein Rücktritt schon eine Weile zurück. Mit deiner Mom war es aus. Wir hatten nur noch Streit. Einmal haben wir einen Familienausflug gemacht. Keine große Sache. Da habe ich deine Mom gefragt, ob sie die Handbremse angezogen hat. Sie wusste es nicht mehr. Blöder Mist. Wir haben die ganze Nacht über die Handbremse gestritten. Und gehofft, dass du nichts mitkriegst. Alex, wir zwei haben es versucht. Aber als ich wegging, war es zwischen mir und deiner Mom lange vorbei. Nachdem Sophie gestorben war, sollte Kim in ein Heim gesteckt werden. Da musste ich mich entscheiden. Seither kümmere ich mich um sie. Da wusstest du wohl schon, wer dir wichtiger war, ja? Glaub mir bitte. Du warst Tag und Nacht in meinem Herzen. Aber du hattest Mom. Und Jim. Aber deine Schwester? Wen hatte sie denn? Jeder in diesem Raum weiß ganz genau, worum es heute geht. Es geht ums Cup-Finale. Alles oder nichts. Manche von euch denken vielleicht, sie kriegen noch eine Chance. Dass es noch mehr Finale gibt, mehr Siege. Das habe ich früher auch gedacht. Hört gut zu. Bevor ihr rausgeht, fragt euch bitte, wie viele Chancen kriegt ihr wirklich noch im Leben? Und wie viele Saisons habt ihr noch vor euch, bevor alles vorbei ist? Wisst ihr das? Ich dachte früher, meine Karriere
wäre endlos. Sie war's nicht. Und eure ist's auch nicht. Heute zählt nur eure Leistung auf dem Feld. Es gibt kein Morgen, nur heute. Ich bereue so viele Dinge in meinem Leben, aber ihr habt noch alle Chancen vor euch. Jeder Sprint, jeder Zweikampf, jeder Pass und jeder Schuss könnte euer letzter sein. Das ist euer letztes Finale, euer erstes Finale und auch euer einziges Finale. Gewinnt. Sí se puede. Here's your chance to be the hero, bro. Take it. Heute wird sicher nicht verloren. You've got the heart of a lion, dude. Just don't go trying to win it all by yourself, all right? A lot of good players around you. Let's do this together. Jetzt ist es endlich soweit, liebe Zuschauer. Das MLS Cup-Finale geht gleich los und wir sind live für Sie dabei. Eine lange Saison liegt mal wieder hinter uns. Eine spannende, eine hochklassige Saison. Einer der Spieler der Saison mit Sicherheit, Alex Hunter. Ja, der hat in LA für die Wende gesorgt, die große Wende. Und heute kann er für die Krönung sorgen, den Titel. Der FC Toronto, ganz junges Team, bisher noch ohne die ganz großen Erfolge, Buschi. Aber für die Zukunft kann man durchaus optimistisch sein. Absolut, Wolf. Es wird richtig gute Arbeit geleistet. Das Umfeld stimmt. Die Fans stehen hinter der Mannschaft. Man hat sich nicht nur in Toronto, sondern auch in der MLS etabliert. Jetzt vielleicht mehr Alex Hunter. Guter Steilpass. Perfekter Start für Galaxy. Ja, und schauen Sie sich den Jubel bei den Fans an. Ein wichtiges Tor. Und wie sich der Ball noch dreht, das ist der Wahnsinn. Da denkst du, das Ding geht daneben, aber der ist mit so viel Schnitt gespielt und geht ins Tor. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Jose Altidor. Das könnte gefährlich werden. Da geht er dazwischen. Und Hunter. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Schießt er ihn rein. Was für ein Tor. Wieder Hunter, der Ball im Tor. Das war sein dritter Treffer, eine super Leistung. Eine Mischung aus Können und Glück, dieser Treffer. Buschi. Ja, stimmt. Klar, er zielt schon in die Richtung, aber der Ball geht an den Innenpfosten und dann rein. Das kannst du eigentlich nicht so wirklich planen. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Das war's, die Galaxy haben gewonnen. Unglaublich. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Und wer hätte das vor ein paar Monaten, ach was sag ich, vor ein paar Wochen erwartet. Und dann kam der Teufelskerl, dieses Riesentalent, Alex Hunter. Und mit ihm kam die Wende und sie holen den Titel, Wahnsinn. Hier, wie sie schön stehen. In Reih und Glied. Es geht sehr, sehr gesittet zu. Ja, also angesichts des Erfolges hier sehr, sehr ruhig. Aber das ist ja auch immer die Geschichte. Ich könnte mich ja immer wegschmeißen. Ja? Jetzt ist das ja alles geregelt. Fotografen, Kameraleute, Siegerposen. Genau. Nimm den Pott mal in die Hand. Wir wollen noch unser Fötöchen haben. Also das ist halt das Prozess. Fötöchen. Ja, ist so gut. Nee, aber wie auch immer man sagt. Ja. Ja. So, und dann nochmal
das große Szenario, das gehört alles mit dazu. Das willst du gar nicht haben als Spieler unbedingt. Du willst einfach nur noch die Sau rauslassen. Ja, also das hier ist noch choreografiert und dann ist nur noch wilde Sau, ne? Ja. Ja. So, jetzt geht's in die Kurve zu den eigenen Fans. Buschi. Ich genieße einfach, wenn erwachsene Männer sich wie Kleinkinder freuen. Herrlich. Tolle Bilder. Wir haben es verdient. Oh Mann, unfassbar! Na klar komme ich vorbei. Weihnachten ohne dich und Opa wäre einfach nicht dasselbe. Aber versprich mir extra knusprige Kartoffeln, ja? Okay, Mom, ich muss los. Ja, ich melde mich. Du auch. Sie? Du wolltest mich sprechen, Coach? Ah ja, setz dich. Du hattest eine gute Saison, Alex. Du hast dir wirklich sehr viel bewegt. Ich habe noch nie einen jungen Spieler gesehen, der so wichtig für sein Team ist. Ich bin ja nicht der Einzige. Da spielen noch 10 andere neben mir. Bescheidenheit ist eine Tugend. Ich hätte so gerne 11 Alexanders im Team. Okay, Dad, die hier sind die Letzten. Gut, dann packe ich die ins Auto. Danke. Sollte der nicht eher in einem Museum stehen? Hey. Das ist eine Art Familienjuwel. Unser Opa hat damit sein 100. Tor gemacht. Auswärts, Coventry City, Februar 1969. Linker Volley. Traumtor. Hier. Hat mir Glück gebracht. Komm. Musst du wirklich los? Ich bin bald wieder da. Okay. Wenn du wieder da bist, trainieren wir zusammen, okay? Okay. Beeil dich, sonst verpasst du noch den Flieger. Ja, ich komme. Hey, Alex. Danke. Du hast mich um Ratschlag gebeten, weißt du noch? Auf dem Rasen. Im Leben. Bleib dir immer treu. Das ist ja wirklich keine tolle Partie. Es gibt kaum nennenswerte Aktionen. Es fehlen einfach Ideen. Bisher konnten beide Teams nicht wirklich überzeugen. Ich würde heute mal kein Fußballfest erwarten. Wow, wow, wow. Seht mal, wer da aus Hollywood zurück ist. Hey, verstehe ich das richtig? Du kommst extra für die Feiertage zurück nach England. Und du verbringst Silvester hier bei deiner Mom und guckst in der Glotze Fußball? Alex Hunter, Firebeast! Oh Mann, immer noch eine Labertasche. Ich sag's zwar nicht gerne, aber es ist schön, dich zu sehen, Mann. Oh, das weiß ich doch. Ich sehe mich ja täglich. Ah, bescheiden wie immer. Hey, Danny. Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ah, hör auf. Wir sind Freunde. Es war verrückt.
Erzähl mal, was los ist. Hä? Also, die Jungs gewinnen, das ist los. Okay, der Trainer meint, ich wäre schwächer als der Typ, den ich eigentlich ersetzen sollte. Keine Ahnung, seit dem Wechsel geht mir zu viel durch den Kopf. Alle gucken ständig auf mich und wollen, dass ich so werde wie Alex Hunter. Vielleicht gehöre ich einfach in die Meisterschaft. Hör mal, lass dir das bloß alles nicht zu Kopf steigen, Mann. Zeig einfach allen, was du kannst. Wer braucht Alex Hunter, wenn er The Williams hat? Ja, ich wollte dir eigentlich nichts sagen. Was? Oder deine Gefühle verletzen. Finde ich sehr gut. Ich runterziehen, gern geschehen. Zeig, was du kannst. Okay, lass uns losziehen. Ich zeig dir, wie es geht. Oh. Großartig, Mann. Du hast wohl einiges gelernt, während du weg warst. Ja, das bleibt halt nicht aus. Das war gut. Fast vergessen, dass Fußball Spaß macht. Das ist dein Problem, Mann. Ja, kann schon sein. Wo feiern wir denn Silvester? Ich kenne da einen Club. Oh. Hat gerade erst eröffnet. Aha. Da können deine LA-Clubs nicht mithalten. Wirklich? Na, das sollten wir noch herausfinden. Hört sich gut an, Partner. Komm schon, Mann. Ein bisschen früh, oder? Ich bin schon seit 5 Uhr wach, Mann. Cat muss Vorhänge ins Gästezimmer hängen. Ich muss den Handtuch nehmen, damit es dunkel wird. Oh, Jim, ist das Frühstück fertig? Jim! Wahrscheinlich hat er die Küchentür zu. Hey, Jim! Hey! Jim! Mann, was soll das? Schrei meinen Opa nicht so an. Zeig mal ein bisschen Respekt. Er wollte mir Frühstück machen. Mir knurrt der Magen, Mann. Ich werde mal nachsehen gehen. Hey, Jim! Dad, in L.A. ist es mitten in der Nacht, oder? Ja, so ist es. Aber ich verhandle gerade mit Galaxy. Ein paar Top-Teams aus Europa haben Interesse an dir. Im Ernst? Wer denn? Atletico Madrid, PSG und Bayern München. Alex? Ja? Ja, ich bin noch dran. Versteh mich nicht falsch. Galaxy lässt dich nicht gerne ziehen, aber wenn solche Clubs ankommen... Das ist der Hammer, Dad! Wie siehst du das? Also gut, ich melde mich, sobald der Vertrag unterschriftsreif ist. Danke. Schon gut, bis bald, Junge. Warte. Und was ist mit dir und Kim? Was meinst du? Naja. Wie geht's weiter? Das kannst du nicht ernst meinen. Es ist Bayern München. Du wirst uns zu den Spielen mitnehmen, oder? Neuer, Müller, Lewandowski, komm schon! Ja, aber natürlich, wenn du Glück hast. Das ist ein wichtiges Gespräch. Sie hat wirklich recht. So eine Gelegenheit bekommt man nicht oft, Alex.
Ich werde euch echt vermissen. Ja, wir dich auch, Junge. Hey, und räum endlich mal dein Zimmer auf. Hey! Ach. Danny? Hey, Danny! Danny! Ach, schön, dass du da bist. Wird schon werden. Aber ich kenne hier doch keinen. Bist du sicher? Alex. Seinetwegen bist du hier. Dino! Seit unserer letzten Begegnung ist viel passiert. Aber dass ich hier bin, habe ich wohl deinen Leistungen in der Championship zu verdanken. Als du als Leihspieler zu uns kamst, hat uns das wirklich stark verbessert, nicht wahr? Ich habe dir auch viel zu verdanken, Dino. Das ist mein Agent, mein Dad. Mr. Hunter, endlich lernen wir uns kennen. Ihr Junge hat hier eine grandiose Zukunft. Alex ist hier in guten Händen. Alex, komm jetzt. Trainer, Presse, alle warten. Deine Ankunft hat hier einen ziemlichen, wie sagt man doch gleich, Medienhype ausgelöst. Andiamo. Danke, dass Sie heute alle hier sind. Es freut uns sehr, Alex bei uns begrüßen zu dürfen. Und jetzt zu Ihren Fragen. Ja? Alex, es heißt, Sie hätten mehrere Angebote europäischer Mannschaften gehabt. Warum sind Sie zu Bayern München gewechselt? Für mich ist das der nächste Schritt in meiner Karriere. Dafür gibt es keinen besseren Ort als diesen hier. Das ist der beste Fußballclub. Ich möchte dem gesamten Trainerteam danken für das Vertrauen in mich. Ihr werdet es sicher nicht bereuen. Ja? Es wird viel über Ihr Alter gesprochen. Wie gehen Sie als 18-Jähriger mit dem Druck um, der auf Ihnen ruht? Können Sie einem Club zum Erfolg verhelfen, der bereits aus dem Europacup ausgeschieden ist? Naja, der Druck kann entweder eine Belastung oder Motivation sein. Wie ich in den nächsten Monaten damit zurechtkomme, müssen andere beurteilen. Wir haben Zeit für noch eine Frage. Okay, per favor. Ah, hinter Ihnen liegt eine turbulente Saison. Der Weggang aus der Premier League, der Einstieg bei den LA Galaxy, jetzt der Wechsel hierher. Wenn man sich Ihre Karriere und diese ständigen Wechsel anschaut, könnte man an Ihrer Loyalität zweifeln. Das ist Ihre Meinung. Manche Leute schlussfolgern eben, dass, wenn ein Spieler den Verein wechselt, bei ihm die Loyalität fehlt. Aber da muss man einfach drüberstehen. Meine Antwort gebe ich auf dem Feld. Okay, leider ist die Zeit um, Fine. Ich danke Ihnen allen vielmals fürs Kommen. Die Bayern müssen heute punkten, liebe Zuschauer. Und damit herzlich willkommen zu diesem Spiel. Tja, wenn die Münchner in der Liga noch was reißen wollen, dann müssen Siege her. Und ein Mann, der diese Siege bringen soll, heißt Alex Hunter. Ja, der neue Mann. Und da hat man noch mal tief in die Tasche gegriffen. Auf den bauen sie jetzt. Der soll's richten. Und heute können wir dann gleich mal beobachten, ob ihm das gelingt. Ist ja noch ein sehr junger Spieler. Wer weiß, ob er wirklich mit dieser Verantwortung schon umgehen kann. Seit 2008 spielen die Hoffenheimer nun in der Bundesliga und da haben sie sich wirklich Stück für Stück etabliert. Ja, und es stimmen einfach die Voraussetzungen. Diesem Verein ist einiges zuzutrauen. Ich glaube, da wird einfach gute Arbeit geleistet. Der Wechsel von Alex Hunter hat für Schlagzeilen gesorgt, Buschi. Glaubst du, der wird sich hier durchsetzen? Da habe ich keinen Zweifel. Der wird seinen Weg machen. Der wird hier alle begeistern. Hat ja in der Premier League und auch in der MLS wirklich überzeugt. Und die Möglichkeit. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Thomas Müller mit dem Tor. So kennen wir ihn. Das sind genau die Szenen, die er liebt.
Jetzt liegen die Bayern vorne. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Thomas Müller. Müller kommt. Flanke jetzt für Robben. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Und Robben. Macht er ihn! Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Den Ball leitet er weiter. Der Unparteiische pfeift dieses Spiel ab. Das ist der Sieg. Und das ist ein Ding, das haben sie vor allem dem neuen Sturm-Duo zu verdanken. Das sieht klasse aus, was die beiden da machen. Ihre Leistung war aus meiner Sicht das Highlight. Wollten Sie etwas beweisen? Ich habe mich beim Trainer fürs Vertrauen bedankt, wenn das Ihre Frage war. Und hat er die Botschaft verstanden? Ich weiß nicht, ob es hier um irgendwelche Botschaften geht, aber hoffentlich habe ich mich heute damit bei ihm bedankt. Und jetzt muss ich darauf aufbauen und dem Team nach oben helfen. Danke, Alex. Und Glückwunsch zum großartigen Debütsieg. Danke. Ah ja, Alex. Wie läuft es so, Dino? Ach, Alex, alle unzufrieden. Der Chef, die Fans, Spieler. Das Aus im Europacup. Der Rückstand in der Liga, der Druck lastet auf mir. Wir müssen das dringend ändern. Ich werde alles tun, um dir zu helfen, Dino. Der Vorstand hat das Budget freigegeben, um einen neuen Topstar an Bord zu holen. Konkurrenz belebt das Geschäft? Ja, stimmt, aber dem Vorstand geht es in diesem Fall nicht um Konkurrenz. Hier geht es um ein Duo im Sturm. Und du bist ein Teil dieses Sturmduos. Cool. Genau deshalb habe ich dich gerufen. Ich brauche deine Meinung, wer für dich der optimale Partner sein könnte. Um wen geht es denn bitte? Bitte glaub mir, es geht um ein Top-Talent. Da spricht doch eigentlich alles für Müller. Torgefahr pur, Dino. Mehr geht einfach nicht. Genau das hatte ich erwartet und ich sehe es genauso. Thomas ist wirklich Weltklasse. Der Boss wird sich sicher darüber freuen. Dino? Alex? Ich verdanke es dir, dass ich hier bin. Danke. Keine Sorge, bis bald wieder da. Aufgrund der Doppelnutzung durch den TSV 1860 München und dem FC Bayern München gab es zur Eröffnung der Allianz Arena 2005 gleich zwei Eröffnungsspiele. Und beide verliefen erfolgreich. Der TSV gewann gegen den Club aus Nürnberg mit 3:2 und die Bayern. Jetzt vielleicht. Super abgewehrt hier. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Jetzt unterbricht er hier das Spiel. Ja, weil da ein Spieler liegen geblieben ist. Das sieht nicht wirklich gut aus. Alex, du bist verletzt, du musst raus! Nein, ist schon okay, mir geht's gut. Ich mach weiter. No, du machst alles nur noch schlimmer, du bist verletzt. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Raus! Alex. Das wird schon, nur Geduld.
Und? Alex, ich habe schlechte Nachrichten. Es ist ein schwerer Meniskusriss. Deine Operation ist Ende dieser Woche. Und dann steht die Reha an. Mit etwas Glück und hervorragendem Training kommst du zurück. Im März. März? Das sind fast 2 Monate. Alex, ich wünschte, es wäre nicht so. Aber manches liegt halt nicht in unserer Hand. Du darfst nach Hause gehen, wenn du willst, bis der Gips ab ist. Dann schicken wir dich zu einem Spezialisten. Dort beginnt die Reha, in Los Angeles. Bislang ziemlich enttäuschendes Spiel. Und entsprechend enttäuscht sind natürlich auch die Fans, die hatten sich ja viel mehr erwartet. Beide Teams bisher schwach, Chancen auch, Mangelware, Buschi. Hier. Du musst dich stärken, damit dein Knie wieder wird. Was hast du? Ich glotze. Hat dein Dad dir je erzählt, wie er verletzt wurde? Es war die 5. Pokalrunde. Harold war in der Form seines Lebens. Die Nationalmannschaft war in Reichweite. Der Innenverteidiger hat ihn einfach umgesäbelt. Der Schiedsrichter sah das nicht als Foul. Von dem Punkt an war dein Dad überzeugt, dass ihm eine Riesenchance geklaut wurde. Er wollte so schnell wie möglich wieder spielen. Also hat es übertrieben, ist zu früh zurückgekommen. Gott, als die Ärzte sein Karriereende verkündeten, hat er sich verändert. Völlig. Was willst du damit sagen? Ich will dir bloß die Wahrheit sagen, mein Junge. Mach langsam. Du bist nicht dein Dad. Lass dir Zeit. Dann wirst du stärker als je zuvor. Iss auf, bevor es kalt wird. Der Partie jetzt nochmal neuen Schwung geben. Würde seiner Karriere natürlich auch gut tun. Hatte anfangs große Schwierigkeiten in der Premier League, ist jetzt aber wieder im Team. Kam ja aus der Championship, ist heute natürlich die Riesenchance für ihn, sich hier vielleicht zu etablieren. Williams soll es jetzt richten. Er bekommt seine Chance und ich bin sehr gespannt, wie er damit umgeht. Das ist keine leichte Aufgabe. Coutinho. Emre Can. Und jetzt die Chance. Da hätten wir ihn fast gehabt, den Führungstreffer. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. Jetzt Williams. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Steilpass Lallana. Da müssen sie aufpassen. Jetzt vielleicht. Williams macht es. Was für ein Tor. Wer hätte das gedacht? Oh Mann, das wird ihm jede Menge Selbstvertrauen geben. Jetzt müssen sie konzentriert bleiben. Ja, und dann gewinnen sie das Ding auch. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Milner. Jetzt wird's gefährlich. Franke kommt weit. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt.
Also das muss man einfach besser können. Schiri pfeift ab, das war's. Deine Einschätzung zu Williams heute? Ja, Wolf hat mit seinem Tor natürlich zu diesem Dreier beigetragen. Tolle Leistung. Hat aus meiner Sicht gezeigt, dass er in dieser Liga bestehen kann, dass er sich hier durchsetzen kann. Okay, Leute. Alle für einen, einer für alle? Die drei Musketiere, oder? Zwei. Unbarmherzig. Du wolltest mich sprechen, Boss? Ja, das wollte ich. Komm rein. Die Premier League. Großer Sprung. Wenn du dich hier durchsetzen willst, musst du noch härter arbeiten und trainieren als in der Championship. Das Talent war noch nie dein Problem, Junge. Was dir fehlt, ist der eiserne Wille. Dir reicht es schon, ein Mitläufer zu sein, anstatt alles aus dir rauszuholen, was geht. Hab ich recht? Naja, ich muss mich halt umstellen, Boss. Hör zu. Warum stellst du dir nicht folgende Frage? Bist du hergekommen, um jedermanns Kumpel zu sein? Oder bist du hergekommen, um ein Top-Spieler zu sein? Wenn du den ganzen Blödsinn lassen würdest und dich mehr auf dein Spiel konzentrieren würdest, dann kriegst du auch Respekt von den Mitspielern. Okay, alles klar, Boss. Aber der Trainer sollte mich halt mal richtig aufstellen und... Okay, Williams. Ich red mit ihm. Aber ich verspreche nichts, okay? Raus jetzt. Williams, komm mal her. Du spielst von Anfang an im Liga-Cup-Halbfinal-Rückspiel. Wir sind im Angriff zu berechenbar, also probiert der Boss mal was Neues aus. Du machst Witze, ja? Ich mach keine Witze. Das Hinspiel war 0-0. Ein Spiel haben wir noch bis Wembley und du solltest diese Chance nutzen. Eine zweite kriegst du vielleicht nie. Schließlich ist das ja auch genau deine Position. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu dieser Partie, liebe Zuschauer. Rückspiel im Halbfinale des EFL Cups. Wo nach dem Remis im Hinspiel eigentlich noch alles offen ist. Es ist also alles bereit für ein spannendes, hoffentlich hochklassiges Spiel. Heute geht es um viel. Denken wir nur mal an Danny Williams. Der darf heute ran und das ist so eine wirkliche, echte Chance für ihn. Kann er hier vielleicht sogar zum Helden werden? Und jetzt kriegen wir hier die Aufstellung des FC. Williams am Ball. Milner. Es gibt Ecke. Ecke Henderson. Danny Williams. Williams mit dem Treffer. Wunderbar gemacht. Stand ja immer wieder in der Kritik, aber da zeigt er, was er kann. Klasse. Die Wiederholung dieses Tores schauen wir uns gerne noch mal an.
Gute Ecke, sehr guter Kopfball und der Ball ist drin. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Das war's für heute. Schlusspfiff. Matchwinner ganz klar. Danny Williams. Tolle Tore heute von ihm. Der wollte zeigen, wie wertvoll er ist. Und das hat er auch geschafft. Kompliment. Das Halbfinale ist vorbei und sie haben es gepackt. Herzlichen Glückwunsch von hier oben. Da schließe ich mich natürlich an. Über zwei Spiele gesehen geht das so in Ordnung. Here is Danny Williams. Great game, lad. Good job. Wie schön ein Held zu sein, oder, Monami? Du hast heute nicht nur den Trainer, sondern uns alle beeindruckt. Jetzt hänge ich mich rein und trainiere härter. Die ganze Saison warte ich schon darauf, das von dir zu hören, Junge. Worte reichen nicht aus. Du musst auch Taten folgen lassen. Zeig Konstanz. Wird Zeit, dass du mal etwas Verantwortung übernimmst. Verantwortung? Ich soll ein Vorbild sein. Damit kenne ich mich aus. Weißt du noch, als du das erste Mal hier warst? Da warst du ein hoffnungsvoller Nachwuchsspieler, konntest es kaum erwarten, einen Vertrag zu unterschreiben. Als die Fotografen gegangen waren, hattest du zu mir gesagt, dass du dir in diesem Club einen Namen machen wolltest. Lachhaft, oder? Der Trainer will, dass du in den nächsten Spielen mehr Verantwortung übernimmst. Mal sehen, vielleicht können wir dann in der Premier League was reißen. Wenn du jetzt Leistung zeigst, schaffst du es vielleicht ins Team fürs Ligapokalfinale. Wäre ja schon mal nicht schlecht. Glückwunsch, Danny. Hast du dir verdient. War nicht leicht, Mann. War nicht leicht. Dachtest du, es wäre leicht? Im Ernst? Ich war immer der beste Mann auf dem Platz, schon als Kind, Mann. Mir fiel alles leicht. Jeder hier in der Kabine war immer der Beste. Ist bei jedem Verein dasselbe. Jetzt spielst du wirklich bei den Besten. Ja, da hast du natürlich recht. Aber jetzt, ist The Williams genau da, wo er hingehört, klar? Déjà vu? C'est vrai, Toro, c'est vrai. Ihr seid offenbar ziemlich verzweifelt, hä? Mit dem Clown bei euch im Sturm. Moment, war da was? Oh, du bist das. Du spielst in der Premier League, hä, Williams? Hey, hör mal zu. Du bist hier weg, sobald ein echter Spieler kommt. Sieh an, unser Überläufer. Ständig am Quaken wie eine Ente. Quack, quack, quack. Wir sehen uns, Walker. Ja. Wir begrüßen Sie zu diesem Finale im Ligapokal, liebe Zuschauer. Man United gegen Liverpool heißt die Begegnung heute. Die kennen sich natürlich noch aus dem FA Cup Endspiel und da erinnern wir uns, dass einiges los war. Für beide Seiten heute eine enorm wichtige Partie für den jungen Danny Williams, was ganz Besonderes. Er darf sich beweisen und will diese große Chance nutzen. Wembley verbindet man natürlich zunächst mit dem Fußball, aber es gab auch schon einen Ausflug in die Welt des Motorsports, Buschi. Ja, Wolf, im Dezember 2007 fand hier tatsächlich das Race of Champions statt und dafür wurden eigens Asphaltpisten und Leitplanken auf dem Fußballfeld eingebaut. Ein riesiger Aufwand, denn das alles musste natürlich auch wieder abgebaut werden. Und heute treffen sie aufeinander. Das ist eine außergewöhnliche Partie. United über den Flügel.
Super Timing. Den Ball holt er sich. Williams am Ball. Nun Coutinho. Klein. Wird das seine Torchance? Und jetzt die Chance. Ausgleich Williams. Ist das wichtig? Jetzt ist hier wieder alles drin. Den Ball hat er noch berührt, aber gereicht hat es nicht. Hier nochmal dieser Treffer. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Und Ander Herrera. Bernard. Und jetzt die Chance. Das ist der Ausgleich. Wahnsinn. Alles wieder offen hier im Pokalfinale. Jetzt steht's unentschieden. Das Spiel ist ausgeglichen. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Nur noch 5 Minuten sind hier zu spielen in der Verlängerung. Und Lallana. Das könnte eine Gelegenheit werden. Salah, die Chance jetzt. Unfassbar, sie machen das Tor. So kurz vor Schluss. Sie ist tatsächlich noch in dieser Verlängerung. Sie liegen jetzt vorne. Und ich glaube, das war's. Lange geht's nicht mehr. Hier nochmal dieser Treffer. Jetzt haben sie den Ball verloren. Das war's hier. Das ist der Sieg. Glückwunsch zum Gewinn des IFR Cups. Auch von meiner Seite Gratulation. War eine tolle Leistung. Der Trainer hat alles richtig gemacht. Hat sein Team perfekt aufgestellt. Die Taktik hat gestimmt. Toller Erfolg. Aufstellung, Buschi, du sitzt noch. Wir können ein bisschen aufrecht sitzen. Wir machen auch die Krawatte. Wenn ich den Leuten zurecht beschreiben würde, wie du hier schon wieder stehst, vom linken aufs rechte Bein und zurück, so wie die da auf dem Podium. So zappelt der Fuß hier. Ich sitze hier in aller Ruhe. Ich sitze hier in aller Ruhe. Und im Himmel ist Jahrmarkt. So wie für die, das ist natürlich ein Riesenerfolg. Und jetzt ist der große Moment endlich da. Da ist das Ding. Gratulation. Glückwunsch. Gutes Spiel, Williams. Du entwickelst dich zu einem guten Spieler, Junge. Danke, Boss. Für mich gehörst du ins Team. Ist wohl nicht gelaufen, Herr Walker? Also alles beim Alten, oder nicht? Danke, Mann. Du bist ein echter Gentleman, Williams. Wie du mir, so ich dir, Mann!
Bist du bereit? Oh. Also, dann lass uns doch mal ein bisschen spielen. Machen wir in ein paar Tagen. Das hast du vor ein paar Tagen gesagt, als der Doc sein Okay gab. Aber ich möchte nicht wie Dad enden. Deine Reha ist viel besser als die von Dad. Du wurdest zu den besten Ärzten quer durch die ganze Welt geschickt. Plus, Dads Knie war komplett im Eimer. Komm, Verletzungen gehören zum Sport. Oh ja? Was weißt du darüber? Ja, was bloß. Ich hab mir mit 14 mein Bein gebrochen. Und mir wurde gesagt, dass ich nie wieder spielen darf. Daraus hab ich gelernt. Sorry. Das wusste ich nicht. Tja, woher auch? Also es ist das Level, auf das ich kommen muss. Auf dem ich war. Diese Liga ist knallhart, Mann. Und so ein bisschen kann wirklich alles entscheiden. Das ist eine echte Herausforderung, ja? Herausforderung? Ich habe mit 8 meine Mom verloren. Ganz schöne Aufgabe. Ich muss mein Training und die Spiele mit der Schule und dem Reisen zusammenkriegen. Schon mal deine Hausaufgaben im Teambus gemacht, 90 Minuten gespielt und um 2 Uhr morgens heim, nur um sofort wieder müde am Unterricht teilzunehmen. Und das alles, damit irgendein Talentscout vielleicht mal auf mich aufmerksam wird. Millionendeal oder Megavertrag, davon wartet nichts auf mich. Auf mich wartet nur harte Arbeit. Nur damit ich Fußball spielen darf. Also erzähl mir nichts von dem Quatsch, dass du dich nicht wieder an die Spitze rankämpfen willst. Eine kleine Schwester ist echt was Nettes. Übertrieben? Nein. Genau richtig. Kannst du mir ein paar Flanken in den Strafraum schlagen? Am Ende vergesse ich noch, wie man richtig Tore schießt. Gerne doch, wann immer du magst. Klingt gut, leg los. Nicht schlecht. Sieht richtig gut aus. Gut gespielt, Hunter. Beeindruckend. Danke, Dad. Ich fühle mich super. Hä? Ich meinte ich nicht. Du kannst wieder spielen? Sehr gut. Die brauchen den Platz zurück. Du kannst auch wirklich wieder spielen? 100%. Gut. Der Club weiß Bescheid. Nächste Woche geht's los. Va. Dino? Alex, willkommen zurück. Setz dich. Den Ärzten zufolge bist du wieder voll einsatzbereit. Mein Knie ist wie neu. Kann losgehen. Das ist Musik in meinen Ohren. Seit deiner Abwesenheit haben wir nicht gerade gut gespielt. Im Sturm sind wir einfach lahm. Da ist kein Druck und die Chemie stimmt auch nicht. Ich will unbedingt wieder aufs Feld. Das waren die längsten Wochen meines Lebens. Die Verletzung hat dich noch motiviert, ne? Ich mach mir mehr Sorgen um dich. Ja, es ist hart. Mal ehrlich, der Druck ist so groß wie noch nie. Jeden Tag die Kritik in den Medien. Und von den Fans auch. Wir sind in der Tabelle hinten und die Buhrufe jeden Tag. Mit mir wird sich das ändern. Ach, ich stecke im Schlamassel. Der Präsident steht nicht mehr hinter mir. Wenn wir nicht bald eine Trophäe gewinnen, dann ist meine Karriere bald am Ende. Bei all diesem Wahnsinn vergeht einem
die Lust am Fußball völlig. Ja. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich wollte nur sagen, dass es schön ist, dass du wieder da bist. Schön, wieder hier zu sein, Mann. Sie haben heute gespielt, als hätte es die Pause nie gegeben. Trickreich, schnell und mit Übersicht. Mit Ihnen ist das Team ganz anders aufgetreten, vor allem im Sturm. Ich mache einfach das, was der Trainer von mir will. Die Strategie hat gestimmt und wir konnten heute unsere Stärken ausspielen. Warum fiel es Ihrer Meinung nach dem Trainerteam so schwer, in Ihrer Abwesenheit regelmäßig Siege einzufahren? Wir sollten jetzt vor allem über das heutige Resultat sprechen und darüber, wie wir uns weiter verbessern können. Wir haben ein Weltklasse-Trainerteam und einen super Coach. Und unsere Form und Taktik steht dem in nichts nach. Alex, willkommen zurück und danke für das Interview. Danke auch. Gutes Workout? Ich fühle mich super, Mann. Uns kann keine Abwehr in der Liga aufhalten. Fast schon zu einfach, hm? Das kann nie leicht genug sein. Du bist wirklich eiskalt, Hunter. Eiskalt. Mann, ich hab Eis in den Adern. Weißt du doch. So macht das wirklich Spaß. Das ist also das Geheimnis unseres Erfolgs? Deine Trainingsbesessenheit? Ich muss fit bleiben. Meine Ballkontrolle muss super sein, wenn ich mit dir mithalten will. Ich finde, du machst das schon klasse. Deine Technik ist richtig gut. Ja, stimmt. Aber es soll auch so bleiben. Meinst du wirklich, du bist schneller als ich? Bist gut, Mann. Aber kein Dennis Bergkamp. Oh, du hältst dich wohl für einen Experten, hm? Na dann zeig mal, was du kannst. Kein Problem, Mann. Alex, Ihre Tore waren heute entscheidend. Hätte das Team auch ohne Ihre Leistung gewonnen? Auf jeden Fall, ist doch klar. Wir haben ein großartiges Team. Ich bin nur einer von 11 Spielern. Aber es war echt schön, am Sieg beteiligt zu sein. Ich frage deshalb, weil das Team die ganze Saison über Probleme hatte, aber heute nicht. Am Ende zählt doch nur das Resultat. Und darauf müssen wir aufbauen. Danke, Alex. Du auch, Mann? Wir kriegen wohl beide Ärger. Ihr ahnt ja gar nicht, wie sehr es mich freut, dass ihr auf und neben dem Rasen so harmoniert. Er hier, Dino? Der ist einfach klasse. Alex kann wirklich froh sein, neben mir zu spielen. Das Ganze ist eine Ehre für dich, mein Freund. Mir tut wirklich jede Abwehr leid, die es bis zum Saisonende noch mit euch zu tun bekommt. Macht weiter so. Wir sind klasse, Mann. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Ganz spannende Szene. Es gibt Eckball. Jetzt die Ecke. So, Situation bereinigt. Alaba. Robben, das ist die Chance. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Könnte gefährlich werden. Müller am Ball. Und er schießt. Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Jetzt Ribéry. Franck Ribéry dürfte einer der besten Spieler sein. FC Bayern München ist deutscher Meister. Was ist es? Business as usual. Ja, ist es Business as usual? Ist es ein weiterer Strich? Sie haben wieder über 34 Spieltage die Fußball-Bundesliga dominiert. Es ist einmal mehr eine herausragende Leistung. Ja, das geht immer so ein bisschen unter. Ja. Wenn ich auch sage, das war natürlich provokant. Business as usual.
diese Konstanz ist einfach beeindruckend und für die Fans ist es immer noch nichts Normales. So, jetzt kommt der große Moment. Also ist der ein oder andere dabei, der das Ding schon mal gewonnen hat. Ich habe das Gefühl, das ist kein ungewohntes Terrain. Ja, ja, also es ist the same procedure als die meisten Jahren. Was ist das denn für ein Mischmasch? Ja, so du bist überwältigt. Ich bin überwältigt, ja. So sieht der Pokal aus. Der ein oder andere wird ihn kennen. Deutscher Meister in diesem Jahr ist der FC Bayern München. Genau so ist es. Konfetti, Lalamarsch. So, und jetzt geht der Pott dahin, wo er hin soll oder hingehört. Also das sind die Leute, die das nicht vergessen werden, die auch die Mannschaft, die in 15 Jahren noch sagen können, wer da wann, wie, wo gespielt hat, wer ausgewechselt wurde, wer das entscheidende Tor gemacht hat. Buschi? Ja, die Fans lieben das und gehören dazu. Gratulation. Ein fantastisches Team, Buschi, da hat einfach wirklich alles gestimmt, perfekt zusammengestellt, ein verdienter Titelträger. Ja, die haben sich diesen Triumph redlich verdient, mit denen konnte in dieser Saison keiner mithalten. Hey, 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 ohlala! Ohlala! Ist schon super, wenn alles perfekt läuft. Wir sind ein tolles Duo, genauso wollte der Boss das. Ja, Mann! Echt genial! Im Januar sah es aus, als ob die Saison schon zu Ende wäre. Doch nun fehlt uns noch ein einziger Sieg und wir holen den Double. Das nennt man Fußball, ne? Genau deshalb lieben wir diesen Sport. Und deshalb ist Fußball unser Leben. Es war eure Leidenschaft und euer Einsatz und auch euer Talent, was uns hierher gebracht hat. Chancen muss man sich erarbeiten. Und heute, mehr denn je, müssen wir alles geben, um diese Chance auch zu nutzen, für die wir alle so hart gearbeitet haben. Das Olympiastadion gehört mit Sicherheit zu den geschichtsträchtigsten Spielstätten überhaupt. Es wurde anlässlich der Vergabe der Olympischen Spiele nach Berlin zwischen 1934 und 1936 erbaut und wird heute hauptsächlich von Hertha BSC genutzt. Und sicherlich auch charakteristisch die blaue Tartanbahn, die regelmäßig bei Leichtathletik-Meetings genutzt wird. Sehr gute Passquote hat er heute, auch der Ball kommt an. Jetzt Alexander. Vidal. Geklärt ins Tor aus, gibt Ecke. Ecke kommt rein. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Kimmich. Und Robben. Jetzt nochmal die Bayern. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Das könnte die Führung geben. Harter macht das Tor. Riesenjubel, jetzt liegen sie vorne. Gefühlvoll schießt er den Ball hier ins Tor. Ja, Wolf, mit der Innenseite ganz überlegt gemacht, klasse.
Hier nochmal dieser Treffer. Der FC Bayern damit jetzt in Führung. Ecke Robben. Tolisso! Tolle Aktion vom Torwart. Jetzt kommt der Wechsel. Reus verlässt den Platz. Robben mit der Ecke. Javi Martinez. Sie liegen vorne. Jetzt haben sie natürlich alle Vorteile in der Hand. Könnte ein ganz wichtiges Tor in diesem Finale gewesen sein. Das Tor sehen wir jetzt noch mal in der Verlangsamung. Da kommt er mit dem Kopf dran. Die Ecke kam aber auch genau auf den Punkt. Die Dortmunder müssen kommen. Durch das Tor liegen sie hinten. Kein Grund zur Aufregung. Es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Rodriguez. Und Hunter. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Und jetzt die Chance. Fällt das Tor doch noch? Jetzt Götze. Kagawa. Die Bayern haben's, das ist das Double. Was für eine Leistung. Sah lange nicht gut aus für die Münchner in dieser Saison. Aber jetzt können wir sagen, Glückwunsch. Und Glückwunsch auch an Alex Hunter. Aus meiner Sicht sowas wie der Held der Bayern. Der hat sie wieder in die Erfolgsspur gebracht. Und dieses neue Sturmduo, Chapeau. Wenn der Kapitän vortritt und die Trophäe in den Himmel streckt und jetzt... Lass es raus! Lass es raus! Ach, das sind einfach schöne Bilder, Wolf. Herzlichen Glückwunsch! Geht's in die Kurve zu den eigenen Fans. Uschi. Ich genieße einfach, wenn erwachsene Männer sich wie Kleinkinder freuen. Herrlich. Das stimmt. Tolle Bilder. Alex, auch diese Saison ist zu Ende. Mir scheint, als wäre jede neue Saison kürzer als die vorherige. Die Saison war unvergesslich. Danke für dein Vertrauen, Dino. Nein, Alex, ich muss dir danken. Ohne deine großartigen Leistungen in dieser Saison hätte ich schon meine Koffer packen müssen. Schön, wieder mit dir zu arbeiten. Das Vergnügen, Alex, ist ganz meinerseits. Taxi ist da. Opa und ich fahren jetzt zum Flughafen. Wird sicher schön. Jim war noch nie in Amerika. Er hat die Woche nur davon geredet. Er freut sich. Nicht nur auf das Sightseeing. Tja. Hoffentlich klappt alles. Ich wünschte, du kämst mit, Mom. Noch kannst du. Das... Projekt nimmt mich in Anspruch. Beim nächsten Mal. Okay. Mach's gut, Mom. Hab dich lieb. Ich dich auch. Pass auf Jim auf. Komm schon, Alex! Das Taxameter läuft! Mach's gut.
keine Angst. Du wirst begeistert sein. Ja. Hi, ich bin Kim. Dad hat nicht viel von dir erzählt, aber ich habe mich natürlich schlau gemacht. Jim Hunter, kampfstark, eiskalter Knipser, 22 Tore, 68, 69. Ja. Gloria, deine Großmutter und ich, wir hatten uns immer eine Tochter gewünscht. Sie hätte gewollt, dass ich dir das schenke. Danke. Was denkst du? Wird er ins Nationalteam kommen? Naja, er muss an seinem Spiel arbeiten ohne Ball, oder? Das sag ich ihm die ganze Zeit. Die Defensive beginnt bei den Stürmern, weiß doch jeder. Ja, aber vergiss es halt hin und wieder, weißt du, was ich meine? Aber du nicht, oder? Ich gönn mir keine Pause. Das liebe ich. Ich liebe nichts mehr im Leben. Du bist Stürmerin, ja? Na klar. Ich bin eine Hunter. Oh ja. Oh ja. Ja. Ich bin gleich da. Alex? Ja, wer ist da? Woher haben Sie die Nummer? Hier spricht Beatrice Villanova. Einige deiner Mitspieler sind bei meiner Agentur. Oh, ja, ich weiß, wer Sie sind, Miss Villanova. Bitte, einfach wie. Störe ich gerade? Nein, schon okay. Okay, ja. Was kann ich für Sie tun, Miss Will... Sorry, B. Um es ganz klar zu sagen, ich möchte über deine Zukunft sprechen. Als Spieler, als Mensch, als Star. Meiner Meinung nach bekommst du einfach nicht die Chancen und den Support, den ein Spieler deiner Klasse bekommen sollte. Wenn du mein Klient wärst, würdest du schon lange bei Real Madrid spielen. Ich möchte dich zum Essen einladen, um mit dir alles persönlich zu besprechen. Du bestimmst die Stadt, ich das Restaurant.